So, dann kann ich sie ausschalten. Dann hoffentlich macht sie keinen Alarm. Also ich schaue immer ein paar Folgen irgendwie hintereinander weg, wenn ich Zeit habe. Ja. Für Neuzuschauer wären wohl 30 Minuten am klügsten. Ja, jetzt überlegt ihr mal irgendwie, wenn wir jetzt Alien Isolation mal angenommen, irgendwie ich spiele das Spiel so in, keine Ahnung, 13 Stunden seid man durch. Ja. Dann hast du 26 Folgen. Das würde einfach mal über 5 Wochen gehen. Das Projekt bei uns irgendwie und das, ich glaube, da wäre sehr schnell das Interesse der Leute weg irgendwie. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen von der Fraktion lieber als Fullgame, lieber am Stück raushauen und die Leute können sich das so portionieren, wie sie es haben wollen. Ja. Also, ist immer so ein bisschen so meine Vorliebe irgendwie. Benny ist natürlich halt, hat er ja natürlich auch nicht recht, auch nicht unrecht. Dass man natürlich auch mal ein bisschen Futter natürlich für den Kanal braucht, ne? Irgendwie, wenn du natürlich jetzt jedes Mal 13, 14 Stunden Games hast irgendwie und du machst daraus bloß ein Projekt irgendwie, dann hast du natürlich ganz schnell irgendwann mal ein Problem, dass du keine Videos mehr hast. So, okay. So, dann mach ich jetzt hier mal kurz. Oh, cool. Gut, hier verstecke ich mich jetzt mal kurz und baue ein wenig. Jawohl, ganze Playlist. Schalal. So. Jetzt haben wir voll. Hier können wir noch nichts voll machen. Hier können wir auch nichts voll machen. Ja, tatsächlich bin ich irgendwo an einem Punkt, wo ich jetzt langsam wirklich komplett voll bin hier mit dem ganzen Stuff. So. Wie gesagt, ist ja mal so in die Runde, ihr fragt irgendwie, wie da euer. Was ihr so präferiert. Von ein paar Basics ja irgendwie. Psst, ganz leise zur Seite schieben. Den Rollstuhl. Ganz leise. Bin ich überhaupt richtig? Wo laufe ich überhaupt lang? Ja, das sieht gut. Das sieht sehr gut aus. Nein, das sind Duschen, aber die springen doch gleich alle an. Ach, da gab es auch so eine fiese Duschszene in Teil 3. Nein, es ist hier. Scheiße. Fuck. Hier noch einfach weg. Jetzt habe ich schon. Jetzt hat mit Dave schon so Schiss gemacht, dass ich jetzt schon den Motion Detector ja nicht mehr anmachen will. Ich warte auf den Moment, wo er dich aus dem Spinn zerrt. Ist schon passiert. Hat er schon gemacht? Tatsächlich. Man muss da irgendwelche Tastenkombinationen drücken und wenn du da verkackst, wirst du ja Quicktime Steve. Denn ich mache den Detektor immer nur kurz an, damit ich die Richtung sehe. Wo ist? Hm, ja. Okay, jetzt ist er wieder. Nach oben in den Schacht. Wo müssen wir hin? Ah, oh, ich wusste. Ich hab's doch gewusst. Oh, ist doch blöd. Also, stellenweise frage ich mich mal tatsächlich, wie schnell wäre man eigentlich mit dem Spiel, hätte man nicht die ständige Komponente des Aliens da, dass man sich verstecken muss? Und wäre nicht so viel Backtracking? Würde mich wirklich mal interessieren, wie schnell das Game war, einfach so 2,5 Stunden durch. Und wieder zurück. Genau. Es gibt nichts Besseres. Alles klar. Naja, was bringt's?
So, ich denke einfach mal tiefste Gangart. Irgendwie ist nicht verkehrt. So, weiter. Ich sehe hier Spray zu ca. 25 Minuten. Ja, das sehe ich auch ganz deutlich. Mit E. Und einmal rein, bitte. Und bitte kein Alien. Please don't. Okay. So, ich bin übrigens gestern schon über mein nächstes oder vielleicht übernächstes Projekt gestolpert. Genau neben mir hier. Komm, ganz entspannt jetzt. Mann, hier ist doch ja keiner mehr. Warum? Was willst du denn von mir? Das wird zu kurz. Okay, ist wieder Lüftungsschacht verstunden. Schwitzmischen. Ja, ich bin so ein bisschen über mein nächstes Projekt gestolpert irgendwie, weil ich schon richtig Bock habe. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt direkt im Anschluss bringe oder wir hatten ja nochmal einen anderen Spielwunsch. Und den würde ich tatsächlich gerne als allererstes erstmal erfüllen, irgendwie bevor ich mich quasi meinen eigenen Spielewünschen dahin gebe. Aber ich freue mich schon. Ich freue mich schon richtig dolle drauf irgendwie. Und tatsächlich bin ich ein bisschen am überlegen, ob ich es wie Alien Isolation jetzt hier einfach über Twitch streame. Und ich muss mal gucken, ob ich Benny damit dazu kriege. Weil das wäre natürlich dann halt richtig mega geil irgendwie. Aber bei Benny ist halt immer ein bisschen schwierig mit der Zeit tatsächlich irgendwie. Also, der kann das jetzt nicht so... Ich merke halt meistens immer montags irgendwie, wird es halt auch immer ein bisschen schwierig irgendwie ab 8. Ey, warum ist denn die Mucke jetzt wieder so stressig? Starten Sie Verteiler? Ja. Und der zweite? Was war der zweite? Ach, kann ich mehr machen, ist ja schön. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das jetzt mit ihm komplett in der Woche umsetzen kann. Ich würde mir sehr wünschen irgendwie, aber ich weiß nicht, ob es sehen wird. Muss man mal ganz klar sagen. Wenn ich wirklich halt alleine machen. Ja. Und natürlich muss ich mich da auch mal halt mit meiner Partnerin absprechen irgendwie, weil bin ich jetzt halt natürlich jeden Abend jetzt hier sitze irgendwie. Sagt die irgendwann auch so, Alter, jetzt noch, spinnst du? Komm mal her, Freundchen. So, und das will ich ja natürlich auch nicht, ne, irgendwie. So, okay, initialisieren. Hab ich das nicht gemacht? Nicht gerade im getan? So, ansonsten hat mir der Benny schon gesagt, dass ihr fleißig im Discord eure Wünsche geschrieben habt irgendwie und ich weiß auch schon, was Benny als nächster Teil spielen darf. Tja, der arme Kerl, ey. Wenn Steven plötzlich gar nicht viel Zeit hat, wissen wir, dass er das ganz, ja, gänzlich übertrieben hat. Ja, das darf nicht passieren. Serviceanfrage. Das hier nicht gerade eben gemacht? Ach so, und jetzt muss ich hier schnell den Hebel ziehen? Ah, okay, bedarf ein Cooldown. Hm, verstehe. Ja, das wäre blöd. Irgendwie, das möchte ich natürlich überhaupt nicht. Irgendwie, dass man da auch persönlich so ein bisschen so ins Struggeln kommt, irgendwie diesbezüglich. Deswegen
bin ich da sehr, sehr, sehr doof erpicht irgendwie. Wenn ich das hier mache schon irgendwie, mit diesem Zeitmanagement irgendwie, dass da auch meine Partnerin hinter mir steht. Ansonsten kannst du das vergessen. So, okay, was ich jetzt ein bisschen irritierend finde, an welchen Punkt muss ich denn bitte laufen irgendwie? So, ich muss irgendetwas aktivieren in der Zeit, wo diese Dinger halt quasi... wo die Sicherungen drin sind. Mal blöd gesagt. Aber, what is it? Das ist es nicht. Das ist es nicht. Moment, warte mal, brauche ich... ist das so eine Zweihandnummer wieder? Irgendwie muss ich jetzt erst den Androiden hier irgendwie aktivieren? Könnte auch wetten. Beitragen. So, na denn. Auf geht's. C3PO. Los. Wollen Sie mehr über Sevastopols Sicherheitsvorschriften erfahren? So. Ich glaube, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Und jetzt nochmal. Haben Sie nicht erfahren? Was ist jetzt? Du sollst nicht an dem Computer rumfummeln. Du sollst mir hier helfen. Was ist denn los? Was kann ich heute für Sie tun? Du sollst hier nicht an dem PC abhängen. Mann, so ein Scheiß. Wow. Ja, die Stressmusik ist wirklich heftig, Mutti, irgendwie. So, hängt er jetzt hier wirklich nur am Rechner ab, oder was? Ich werde umgehend bei Ihnen sein. Klingt ja schon wie ich. So, Steve, jetzt komm mal hier. Komm mal wieder ins Wohnzimmer. Jetzt reicht's hier, essen. Ich werde umgehend bei Ihnen sein. Genau so stehe ich denn da. Haben Sie sich verlaufen? Geschichten wie aus dem Leben. So, ich würde sagen, das wartet jetzt auch gleich vielleicht eventuell mit dem Androiden. Für mich war das jetzt eine relativ... Okay. Ach so, das stresst... Das interessiert das eh nicht, oder was? Aber wenn ich irgendwo so eine Büchse umfallen lasse, oder was? Okay, er aktiviert jetzt jedes Mal diese Dinger. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich zusammen mit dem Ehen eventuell den Hebel drücken? Bei 3? Was ist das für ein Quatsch jetzt? Na, in den Cans sind ja Eier liegen, glaube ich. Ja, die kann ja Eier legen, das ist richtig. Aber dennoch würde er theoretisch eigentlich relativ aggressiv den Typ töten. Also, so nach meinem Verständnis vom Ehen. Also der droppt jetzt jedes Mal die Fuses irgendwie und... So, ad hoc würde ich jetzt mal sagen, es ist wieder in den Lüftungsschächten verschwunden. Ach, guck mal. Warum jetzt setzen? Verstehe ich jetzt nicht. Das war's, Aufzug ist online, Ripley. Ich hab's. Sie sind unterwegs Richtung dem sogenannten Projekt KG348. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie angekommen sind. So, muss mal eins kurz mich verstecken. Und zwar mal eins kurz mal zu gucken, ob jetzt das Alien kommt. Nehmen Sie einfach zum Projekt KG348. Okay. So, Musik ist... Ja, da ist er nämlich. Ich habe jetzt nämlich gerade überlegt, ob ich mal schnell speichere. Hat er mich gesehen? Das hat mich jetzt gesehen, oder? What?
Bis bald. Gitte, gitte, gitte! Na toll, du weißt also, dass ich da bin. Schön. Schau, schau, schau. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob es jetzt sich gleich verkrümelt und gleich irgendwo rausspringt. War für euch jetzt irgendwie ein Unterschied erkennbar irgendwie zwischen dem, er zieht irgendwie die Sicherung rein irgendwie, es geht nicht, er zieht nochmal die Sicherung rein, plötzlich geht's. Also für mich war da jetzt tatsächlich bei den Vorgängen jetzt nicht wirklich irgendwie ein großer Unterschied zu sehen. Also was ich vorher falsch gemacht habe. Schnell speichern. So. Und wir gehen. Oh. Einmal wieder komplett zurück. Wunderbar. Gut, dann tun wir's. Let's do it for America. So, schnell wieder durch den Schacht. In der Hoffnung, dass ich hier alleine bin. Gehst du rein? Das geht also. Manchmal ist die Steuerung, also die Steuerung grundsätzlich ist ziemlich cool in dem Game irgendwie, die ist halt auch wirklich sehr präzise. Aber manchmal hakelt es etwas irgendwie. Manchmal stehst du vor irgendwas und der aktiviert irgendwas nicht. Oder reagiert nicht. Oder zeigt dir völlig andere Buchstaben an. Naja, mir ist nichts aufgefallen. Vielleicht ist das Alien das Trigger mit Alien-Spucke. Ja, vielleicht. So ein bisschen Elenschnodder. Why not? So. Ja, warte mal. Wenn ich da vorne durchlaufe, irgendwie macht das Geräusche. Geh lieber hier durch. Durch die Dusche. Immer noch alles voll. Weg damit! Gesperrt. Schau mal, okay. So, okay. Na, das ist doch. Das haben wir doch gut gelöst. So, würde ich jetzt mal ad hoc sagen, ohne dass wir jetzt schon da sind, wo wir hin sollen, aber... Konnte ich eigentlich da irgendwie rein? Nee, bis jetzt konnte ich da noch nicht rein, ne? Nee. Ach so, warte mal. Moment. Könnt ihr höchstens mal probieren, kann ich hier den Plasmaschneider benutzen? Und mich durch die Tür mörteln? Oh, das sieht gut aus. Der tut. Bitte, 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 mach das leise. So, ganz geil, weil das sind nämlich genau die gleichen Geräte, die sie in Aliens 2 hatten. Also in Aliens. Die sie da die Tür verschweißt haben. Hat aber auch nichts gebracht. So, wunderbar. Ah, wir haben Lüftungsschacht, aber das ist nicht so geil. Aber wir sind hier drin. Alles voll. Ja, nicht schlecht. So. Fehler. Okay, was ist KG348? Was ist KG348? KG348 ist ein Gasriese, der sich in einer durchschnittlichen Entfernung von 6,2 astronomischen Einheiten zum Systemmitte befindet. Erste Untersuchungen der Wolkenschichten zeigen eine seltene Mischung aus methanischen Gasen. Zur Nutzung dieser Ressourcen kündigen wir mit Stolz das KG348-Forschungsprojekt an, geleitet von Gemini Exoplanet Solutions. Schön. Gemini Exoplanet Solutions. Seien Sie kühn. Lernen Sie. Passen Sie sich an. Leben Sie. Leben ist Veränderung. Wir wachsen
indem wir uns anpassen und weiterentwickeln, um uns neuen Herausforderungen zu stellen. Bei Gemini Exoplanet Solutions nehmen wir den Entwurf von Mutter Natur als Ausgangspunkt, indem wir neue Territorien erforschen und neue Anwendungen für bestehende Technologien finden. Aus Treibstoffen werden Baumaterialien. Waffenentwicklung fördert landwirtschaftliches Wachstum. Technologien zur Weltraumerforschung finden Anwendungen in chirurgischen Eingriffen. Sehen Sie sich um. Sie wissen nie, was nützlich sein könnte. Gesponsert von Sixten Investmentausschuss. Ach, da will man, da kann man ja nicht so viel fressen, wie man kotzen will, wenn man das liest. So, obwohl sich das gerade perfekt hier auf das Spiel tatsächlich spiegeln lässt. Oh. Nein, das kann jetzt hier rinkommen, wa? Die Tür ist ja offen. Warum? Haben wir nicht gesagt, sie soll abhauen? Irgendwo nach oben verschwunden. Schleichen wir uns mal raus. Alter, ich schwöre dir, Dave, du hast mich so verunsichert jetzt hiermit. Alles, was Lärm macht. Alles. Einfach alles. Wie komme ich jetzt da eigentlich hin? Komme ich hier durch, ne? Oder? Muss ich ja nochmal zurück? Verdammt! Ja nicht darauf geachtet, ob da auch noch eine Tür ist. Ja, die ist aber zu. Also hier komme ich nicht durch. Okay, gibt es noch einen anderen Weg? Warte mal, sollen wir vielleicht runter mit dem Fahrstuhl wieder, wo das eben vorhin die Typen erlegt hat und in den Fahrstuhl daneben steigen? Das ist ja zwei Aufzüge. Oder wir finden, oder, ja, wir müssen dadurch. So, warte mal, hier ist irgendwo eine Kamera, da ist die Kamera. So, okay, schnell hier ran, schnell abschalten das Ding. So, und aus damit. So, schön. Haben wir ausgemacht, das Ding. Das lief ja gut. Ah, die bin voll. Ich bin diesmal wirklich komplett voll. Nein. Gut. Scheinbar kommen wir da lang. Oh, schakalakalakalakalaka. Oh, hier ist die Wäscherei. Schön. Ein Aufzug war, oder? Das ist ein bisschen. Ja, okay, cool. Ihr könntet eh hin. Einfach verpissen. Schnell weg, schnell weg. Oh, so, schön. Wait, hab's geschafft. Folgt es Ihnen noch? Ich glaub schon. Ich habe einen Plan. Gehen Sie Richtung der Labore. Ja, erzähl mir noch deinen Plan. Ist echt krass irgendwie, dass du wirklich am Anfang auch immer so gar keine Karte hast. Irgendwie, du bist an einem Areal irgendwie, musst dir erstmal eine Karte zusammenpuzzeln. Oh, hier ist ein Schacht, hier geht's runter. Ist eigentlich aber auch ganz cool, muss ich sagen. Irgendwie. Also ich muss sagen, mir fällt das Spiel richtig, richtig gut irgendwie. Tatsächlich wüsste ich nicht, ob ich die Eier habe, Teil 2 zu spielen. Muss ich ganz ehrlich sagen, Dave. Ich weiß, du feierst das richtig dolle, ich find's auch geil, aber ich weiß nicht, ob ich die Cojones dafür hätte. Weil das bringt mich hier ganz schnell an meine Grenzen hier irgendwie.
ist das hier dieser große Transitknoten, wo wir... Nee, ist er nicht. Aber halt so laute... Ah, die Mucke, geil. VR ist noch schlimm, weil das Geräusch aus dem Mikro aufnimmt. Atmet man zu laut ins Mikro, hört einen das eh? Alter, das heißt im Umkehrschluss... Wenn ich die ganze Zeit rede, sagt er, ey, Moment mal. Können wir irgendeinen Dussel quatschen? Oder was? Das wäre ja fatal. Wird ein stummes Let's Play demnächst. So, okay. Da müssen wir hin. Das sieht doch alles nicht so besonders vertrauenserweckend hier aus. Warte mal, ich würde mal hier ganz kurz mal einen Blick reinwerfen. Glaub mir, nur im VR-Modus so. Okay. Wenn du das sagst, Dave. Naja, so haha, verarscht. Aber das ist wirklich heftig. Also dafür müsste man hier wirklich irgendwo eine Statue bauen. Ja. Müsste man halt, ganz klar, also das schon... Das überhaupt auf ganz hart durchzuballern, finde ich ja schon echt krass. Ja. Und dennoch VR. Also ich weiß nicht, haben ein paar von euch schon mal VR spielen können? Also ist grundsätzlich... über was für eine VR hast du das gespielt? Über die von der PlayStation oder Oculus oder über welche hast du das gemacht? Du hast Konsole gesagt, wa? Dann wird es wahrscheinlich die PlayStation VR gewesen sein, ne? Ich muss sagen, die ist wirklich cool. Und dieses Erlebnis, irgendwie mit einer VR zu spielen, ich hatte das bei Resident Evil 7, ist wirklich geil. Ist wirklich geil, kann man auch tatsächlich nicht wirklich beschreiben irgendwie, weil du hast nochmal einen anderen Spielraum irgendwie. Ne? Es ist ewig her, seit ich zuletzt geschlafen habe. Ja. Nee, Polamir, 3D geht im Kino schon ein, naja. Auch ohne 3D. Geht uns allen so, Mutti. Na. Aber tatsächlich das noch in VR zu spielen, weil das Problem ist halt, was ich gemerkt habe, nach 30 Minuten VR spielen, irgendwie hat bei mir so eine krasse Motion Sickness eingesetzt, dass mein Kreislauf komplett runtergefahren ist, ne? Weil ich sag mal, du sitzt und deinem Gehirn wird suggeriert, du bewegst dich. Ja, das ist natürlich irgendwann konkurriert jetzt so ein bisschen. Und da sagt dann der Körper irgendwie, okay, Shutdown, sofort, stand by. Ich will einfach nur meine Familie wiedersehen. Und das ist schon heftig. Ja, bei mir auch. Alle 30, 40 Minuten muss ich erstmal Pause machen. Kann ich vollkommen verstehen irgendwie. Aber bei mir war dann auch erstmal 2 Stunden vorbei. Irgendwie. Ne? Ist auch geil. Kommst du rein, der wippt hier so. Darf ich mich mal kurz in den Spind verstecken? Hi. Alles gut, ne? Tschüss, ne? Nicht sagen, wo ich bin. Mega-Grafik. Kenny! Grüß dich! Ja, die Grafik ist absolut geil. Kann man nicht anders sagen. Irgendwie ist einfach Hammer. Es ist ewig her, seit ich zuletzt geschlafen habe. Clark ist tot. Jameson, Clark ist tot. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, bastelte er mit Schrott von der Station Sprengkörper zu seinem Schutz. Ich habe ihm gesagt, er soll vorsichtig sein, aber als ich vom Vorratssammeln zurückkam, fand ich nur Explosionsschaden und Blut. Oha. Ich bin jetzt allein, also komme ich zu dir. Wo bist du? Lane. Ja, Kids, don't try this at home. Ja, niemals irgendwelche Sprengsätze zusammenbasteln. Geht nie gut. Nie. Warum habe ich nur zugestimmt, hierher zu kommen? Ja, das weiß ich auch nicht irgendwie. Oh, was haben wir hier? Cool. Alles klar? Du siehst müde aus. Was soll denn das heißen? Was soll denn das heißen? Stream du doch mal 5 Tage hintereinander. Dann siehst du auch nicht besser aus. Nee. Okay, alles klar. Gut, ich bin jetzt natürlich in die völlig falsche Richtung gelaufen. Weil wir müssen ja hier lang. Aber, ne? Oftmals lohnt sich das doch mal irgendwie einen kleinen Umweg zu machen.